Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr den Bridge Mode bei eurer Fritzbox 6490 aktivieren könnt. Wichtig ist zu beachten, dass dies nur bei der Cable Fritzbox des jeweiligen Providers funktioniert. Wenn ihr die normale von Amazon oder ähnliches erworben habt, ist diese Funktion leider nicht möglich. Wir gehen zunächst auf unser Browser. Gehen auf unsere Fritzbox, in meinem Fall hat die Fritzbox die IP-Adresse, die oben drin steht, melden uns einmal kurz an. Dann lädt er kurz die Einstellung. Dann gehen wir einmal auf Internet, auf Zugangsart. Genau, jetzt sind hier schon verschiedene Einstellungen. Und ihr seht jetzt schon direkt hier Bridge-Anschlüsse. Diese Funktion gibt es nur bei den Fritzboxen direkt von den Providern, in dem Fall Unitymedia oder Vodafone, ehemals Kabel Deutschland. Dann könnt ihr nämlich da draufklicken und dann haben wir hier schon die einzelnen Anschlüsse. Das heißt, ihr habt ja die vier LAN-Ports an der Fritzbox und ihr könnt Port 2 bis 4 als Bridge-Anschlüsse schalten. Kann man jetzt so verstehen, wenn ihr zum Beispiel eine Firewall, Sophos, Sonic Wall, Unify, Security Gateway oder ähnliches habt und möchtet gerne direkt die externe IP-Adresse anliegen haben, um zum Beispiel verschiedene VPNs aufzubauen, die zum Beispiel zwingend eine externe IP benötigen. Ist nicht immer der Fall, aber bei Side-to-Side im Bereich USG ist zwingend die externe IP-Adresse nötig. Bei den anderen geht es meistens auch so. Dann könnt ihr nämlich ganz normal die Ports umschalten. In meinem Fall habe ich jetzt zwei davon umgeschaltet, habe eins dann direkt an an meine Firewall angeschlossen und schon habe ich die externe IP-Adresse. Wichtig, damit ihr nachträglich auch noch auf die Fritzbox draufkommt, macht ihr einfach bei der Fritzbox den DHCP-Server aus und verbindet LAN 1 mit eurem Switch, der an der Firewall anhängt und schon könnt ihr ganz normal die Fritzbox benutzen. Ich kann euch das gleich zeigen. Dann geht ihr nämlich auf Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellung und hier oben IPv4-Adressen. Und die haben wir schon. Standardmäßig ist nämlich aktiviert, damit ihr die aber dann auch weiterhin nutzen könnt, also aus dem Netz, wo eure Firewall dranhängt, könnt ihr nämlich einfach dann den DHCP-Server deaktivieren und einfach eine IP-Adresse aus dem Bereich machen und dann LAN 1 mit dem Switch einfach verbinden. Und schon kommt ihr dran. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen in den Kommentaren, wenn ihr mich auch freuen. Dankeschön.